Das hier, das ist eigentlich die größte Überraschung der Detroit Auto Show und für mich sowas wie der heimliche Star dieser Messe. Das ist der Buick Avista. Eigentlich hat keiner mit diesem Coupé gerechnet. Jetzt ist es hier als Konzeptcar. Der Buick Avista ist deswegen so spannend, weil Buick bei uns gerne mal als Opel verkauft wird. Das heißt, es könnte sein, dass wir wieder ein richtig sportliches Opel Coupé bekommen. Ein richtig großes vor allem. Für ein Opel GT ist der hier zu groß. Ein Manta soll es laut unseren Informationen nicht geben. Könnte also sein, dass das hier vielleicht der nächste Calibra wird. Oder sie suchen sich einen ganz neuen Namen. Aber spannend finde ich, der kommt wahrscheinlich nach Deutschland. Und da habe ich richtig Bock drauf. Dieses Auto ist nicht nur von außen die Zukunft von GM, beziehungsweise in diesem Fall dann von Opel, hoffen wir zumindest, sondern auch von innen. Hier drin sieht man ein virtuelles Display, wo zum Beispiel dann der Drehzahlmesser, Tacho und sowas angezeigt werden kann. Und das geht direkt über in den Navi-Bildschirm. Das ist schon ganz schick gemacht. Und dann haben wir hier in der Mitte noch ein Touchpad, wo man dann alles Wichtige bedienen kann. Also man merkt, es geht einfach immer mehr dahin, überall Displays zu haben. Eine heiße Hülle verlangt natürlich auch nach einem heißen Motor. Normalerweise in Amerika wäre das ein V8, aber der Wagen soll ja dann auch in Europa funktionieren. Deswegen hat man sich für einen V6 3 Liter Biturbo entschieden mit etwas mehr als 400 PS. Da kommt man dann so in die Region von BMW M4 zum Beispiel. Aber der hier soll natürlich günstiger werden. Vielleicht so um die 40.000 Euro irgendwann mal kosten. Als Buick Riviera wollen sie ihn in Amerika auf den Markt bringen. Eventuell ist natürlich noch ein Concept Car und eben als Opel dann bei uns. Also, mein Segen hätten sie.